Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lumina. Wir sind immer noch da, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind und nein, ich habe nicht dasselbe an wie in der letzten Aufnahme, ich trage nur denselben Kapuzenpulli. Kapuzenpulli? Naja, gut, eher so, weiß nicht, wie sich das nennt, eine Weste? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Unterschied ist, ich trage kein T-Shirt, ich trage ein langes T-Shirt drunter, weil es ist kalt draußen. Muss auch bald zur Arbeit, ist kalt draußen, gut. Ja, irgendwie so 6 oder 7 Grad. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall hier zuletzt den weißen Strahl freigeschaltet. Das klingt total falsch. Ich habe das Spiel einfach mal laufen lassen. Das heißt, wir müssen hier nichts machen. Wir können alles so lassen, wie es ist. Wir nehmen nur einmal hier wieder den Spiegel mit. Den hier. Und auch... Der hier kann, glaube ich, weg. Und der hier kann weg. Oder? Nee, dann kommen wir nicht mehr raus. Das heißt, der muss tatsächlich noch einmal darauf zeigen. Aber dann können wir hier hinten blau und so wegnehmen. Ja gut. Jetzt müssen wir mit dem weißen Strahl irgendwas machen. Das ist auch lustig. Die Tür hier zuckt. Das heißt, eigentlich... Sollte sie nicht offen sein. Aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich nervend, dass man, so einen Scheiß machen muss, damit man quasi da an die Tür kommt. Das ist ehrlich. Also, dass man dann sozusagen jedes Mal hin und zurück bauen soll. Was soll denn das? Ehrlich jetzt? Gut, wie dem auch sei, wir haben hier jetzt einen weißen Strahl, der einmal rüber geht. Ich weiß nicht, ob wir den hier oben irgendwo... umleiten müssen. Weil den grünen können wir theoretisch entfernen. Gucken wir mal. Der weiße trifft da hinten auf. Da oben bringt er mir aber nichts. Wo musste der denn hin? Verdammt. Ich guck mal kurz drüben nach. Das ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich hier die Aufnahme gemacht habe, die letzte. Und wehe, hier kommt wieder irgendwo eine Mumie, die mich erschreckt. Das wäre sowas von, also... Letztens schon irgendwie die Maus geschmissen, nur weil irgendwas mich erschreckt hat in dem Spiel. Da kommen wir her. Hier oben gab es den weißen, oder? Das heißt, okay. Wir müssen jetzt Sachen umleiten. Wir brauchen hier drin... Brauchen wir... Also weiß war das und ich weiß jetzt nicht, was die Tür öffnet. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal... So, einmal auf das Strahlende. So, ich gucke jetzt erstmal, was hier mir entsprechend... Rot öffnet mir hier die Tür. Das heißt, ich müsste mir von drüben den roten ausleihen. Ja, zum Glück funktioniert das ja so einfach, indem man einen Spiegel wegnimmt. Also den roten brauche ich von drüben. Grün leuchtet, leuchtet grün. Die Tür müsste noch offen sein. Weil ich ja sonst nicht rausgekommen wäre. So, das heißt, den roten leiten wir einmal um. Und zwar nehmen wir mit. Stellen den hier hin. So, einmal Strahlende. Moment. Wo müssen wir hinleuchten? Quatsch, doch nicht auf den Felsen. Dahin, wo der blaue herkommt. Ist der natürlich völlig falsch da. Packen wir den hier hin. So. Einmal rüber. Lassen wir ihn dahin leuchten. So. Und wehe, ich muss hier nochmal rumlaufen, weil ich zum Beispiel... Ja, gut, die Spiegel für den grünen... Hey, den grünen brauche ich eigentlich auch nicht, oder? Oder ich muss ihn wieder umleiten. Das wird dann wieder so dieses nervige... Naja, das müssen wir ja... Bla, 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 bla. Na, auf jeden Fall können wir den roten jetzt für was anderes verwenden, weil wir haben ja einen weißen. So. Oh ja, weiße Schokolade. So, damit geht die Tür auf. Ist übrigens nur so ein leichtes Clipping-Problem hier mit dem Oberteil von der Tür. Nur so ein bisschen. So, rot haben wir. Rot können wir exakt einmal darauf leiten. Und dann gucken wir nochmal, was wir hier oben brauchen. Denn ich habe das alles schon wieder vergessen. Grün, ja natürlich. Wer hätte es gedacht, grün brauchen wir hier. Und hier brauchen wir weiß. Aber grün brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ich muss nur weiß hierhin umleiten. Toll.
7 Spiegel habe ich noch und ein Prisma. Ja, das heißt, ich hätte gleich... Ja, ich hätte da oben gleich einen Spiegel hinsetzen sollen. Weil ich kann ja jetzt nicht hier sagen irgendwie, ja komm, hier, Spiegel. Change Distance. Nö. Geht eher nicht. Gut. Also nochmal das Übliche, den Spiegel hier entfernen. Plopp. Damit die Tür da hinten wieder aufgeht. Können wir uns den grünen schnappen und einmal umleiten in die Kammer. Ach ja. Wenn es doch eine Möglichkeit... Ups. Wenn es doch eine Möglichkeit gäbe, das alles einfacher zu machen. Wie die eine Tür, die da defekt ist. Grün war oben. Blub, blub, blub. Vor allen Dingen, was auch immer er sagt mit Schatzkammer. Das habe ich zum Beispiel auch noch nicht probiert. Aber hier geht nur blau rein. Kann nur blau in die Schatzkammer leiten. Wobei... Ja, von hier aus müsste ich den grün eigentlich komplett umleiten können. Dahin, wo der blaue ist. Ja. Also ich mache es jetzt einfach mal, auch wenn ich es nicht machen muss. Den können wir mitnehmen. Den hier. Ja, und den müssen wir hier auch einmal umleiten. Na? Da. Auch einmal da rein. Und dann können wir leider nicht hier runterspringen. Weil wir zu fett sind. Wir kommen nicht über die Kante. Aber hier kommen wir rüber. So. Ich würde auch gerne laufen können, aber wenn ich Shift drücke, dann geht sie so. Na, immerhin kann man nach unten gucken und sieht das... also... Außer, die hat wenig an. Also zumindest das eine Bein sieht ziemlich nackig aus. So, gut. Jetzt habe ich natürlich das böse Wort gesagt. Das heißt, dieses Video ist total kinderunfreundlich. Falls ihr Kinder seid, haut ab. Tschüss. Also wenn ihr unter 13 seid in den USA, haut ab. Geht bloß nicht auf meine Videos, die sind für euch nicht geeignet. Die nachfolgende Sendung ist für Kinder unter 13 Jahren nicht geeignet. Ja, auf Deutsch, verpisst euch. Ich will nicht unfreundlich sein, aber haut ab. Na toll. Den leite ich natürlich wieder mal total scheiße um. Ja, hierfür gehen die ganzen Spiegel drauf, wetten. Ja, hierfür gehen die ganzen Spiegel drauf. Weil man das ja hier um die Ecke umleiten muss. Wobei, was ist eigentlich mit dem Grünen hier? Das frage ich mich jetzt nochmal. Wo habe ich denn den... Habe ich keinen... Echt jetzt? Wo habe ich denn den Grünen hin umgeleitet? Oh, ich habe gar keinen Grünen mehr. Na toll. Wie dem auch sei, ist mir jetzt auch völlig Latte. Ich öffne jetzt die weiße Tür und wer dahinter ist nicht das Ziel. So, push. Okay, das sieht nach Ziel aus. Wir haben noch 4 Spiegel übrig. Ja! Yay! Wir haben den Level geschafft. Was? What the? Was zum? Was? Was soll das? Oh, okay, ein Timing-Rätsel. Gucken wir mal, was auf den Tafeln steht. Was? Und die Zeit wird ein weiterer... Was? Und die Zeit wird ein weiteres Hindernis? Was steht hier? Was? Die äonenlang geschlafenen... Was? Was? Die äonenlangen Schläfe werden kürzer. Okay. Ja. Hier gibt's aber auch haufenweise Krebse. Ich guck mal erst mal durch die Tür hier. Tür auf. Komme ich hier durch. Tür zu. Wow. Ja, geht das Licht an hier. Dann haben wir hier... 2 Pinke? Echt jetzt? Ah, was soll denn das? Ein Spiegel... Noch mehr? Wie viel von den Dingern braucht man denn bitte? Also hier ist ein Strahl. Noch ein Spiegel. Hier ist noch ein Strahl. Also 2 Strahlen haben wir hier schon mal. Ach so kommt man zurück, wenn man keinen Bock hat. Alter, guckt euch mal die ganzen Skorpione an da.
Guckt euch das mal an. Sind das die, die wir plattgetreten haben, oder was? Vor allen Dingen, warum ist der zweite Strahl gerade ausgegangen? Hä? What? Warum? Na toll. Ich muss jetzt warten, bis der zweite Strahl wieder an ist. Der war doch eben noch an. Da ist er wieder. Na toll. Wie soll ich denn da was ausrichten, wenn dieser Strahl die ganze Zeit aus ist? Könnte der mal wieder angehen? Hallo? Ja, das ist... Da ist er wieder. Sonst ist hier nichts? Okay. Das heißt, dann können wir den mitnehmen. Und ich müsste einmal gucken. Hier oben war doch auch noch eine Tür. Die braucht auch zwei, natürlich. Hätte es gedacht. Das heißt, einmal den hier nach oben umleiten. Ich habe nur noch zwei Spiegel, das heißt, das reicht nicht. Ich muss mir mehr Spiegel besorgen. Weil hier sind auch zwei Türen. Ich brauche noch mehr Spiegel. Komm hier, Tür geh auf. Ich sehe doch, dass der Laser da gleich ist. Na? Na? Ja, sehr gut. Alter! Würdet ihr mal aufpassen, ihr kleinen Selbstmörder? Boah. Da ist noch eine rote Tür. Hallo? Husch! 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 Nicht unter meine Füße! Husch! 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 Alle dabei! Lasst euch nicht irritieren, wenn im Hintergrund irgendwelche Bohrgeräusche ertönen. Das liegt daran, dass hier gebaut wird. Also des Nachbardings wird irgendwie... Ja, würdet ihr mal abhauen? Zum Glück haben die Angst vor mir. Stellt euch mal vor, die hätten keine Angst vor mir. Tür zu. Gucken wir mal, was hier oben ist. Ach, das ist der andere. Spiegel. Ich brauche Spiegel. Ah, fuck! 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 Scheiße, ey! Sorry. Du hast die Maus weggeflogen. Fuck. Alter, das könnt ihr doch nicht machen. Im Hintergrund bohren irgendwelche Spackos und... Alter. Willst du da runterspringen? Ah, hier und... Okay, ja. Das ist wahrscheinlich die finale Tür hier. Alter, habe ich mich gerade... Wie manche Leute sagen, verjagt. Nein, ich habe mich einfach nur erschreckt. Na, die Tür kriege ich nicht mehr. Klar, ich hüpfe hier runter. Wo die böse Mumie war. Ups. Ja, selber schuld, du blöder Idiot. Was stellst du dich auch dahin, wo ich lande? Hallo, könntet ihr mal weggehen? Weg! Echt? Du bist unter meinen Fuß gesprungen, du Spaggo! Dumm kann man denn bitte sein als Tier? Oh, guck mal, ich springe einfach unter seinen Fuß. Da wird es warm und kuschelig sein. Ha! Toll, ich weiß schon, was Zukunfts-TBM da machen wird. Zukunfts-TBM wird da erstmal schön Best-of zusammenschneiden. Best-of-Schock-Momente. Also einen. Boah, und das hier ist so ein Timing-Rätsel. Oh, jetzt. Natürlich. Genau in dem Moment geht der Lichtstrahl aus. Komm, geh wieder an. Könntest du wieder angehen. Ja, jetzt. Wetten, der geht gleich wieder aus, wenn ich da einen Spiegel reinbaue. Schön offen bleiben. Okay. Ehrlich? What? Hä?
Ach, hier bin ich auf der anderen Seite jetzt. Okay. Ein Prisma. Aha. Der wird umgeleitet. Ah, ich muss... Ja. Toll. Echt jetzt? Ich muss wirklich... Oh nein, was ist das denn? Gut. Okay, da sind tatsächlich Spiegel. Aha. Aber es passiert nichts, wenn ich das darauf leite, oder? Nee. Auf den einen habe ich nicht getroffen, den einen. Wo war denn der? Da war der. Okay, gut. Jetzt habe ich das hier gemacht. Das heißt... Hier muss ich jetzt nichts mehr machen, außer ein Prisma mitnehmen, das ich nicht vergessen sollte. So, gut. Die Tür kann also zu. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Das heißt, ich kann alle Spiegel mitnehmen, die ich bislang erbeutet habe. Ja, looten, 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 looten. Looten, loot. So. Gut, die Tür brauche ich auch nicht mehr. Das heißt, jetzt muss ich nur noch warten, bis die hier einmal aufgeht. Wupp. Okay, da muss man mit Weiß. Weiß wird aus allen Grundfarben zusammengesetzt. Das heißt... Alter! Also eure KI scheint nicht sehr intelligent zu sein, wenn ihr alle in derselben Reihe lauft. So, gut. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja. Damn you. Blöde Mumie. Lag bestimmt daran, dass ich den platt getreten habe. Weil hier... Ja, gut. Ich habe 6 Spiegel. Das heißt, ich könnte den pinken umleiten. Ja, gut. Die wollen, dass ich hier ein Prisma nutze, dann das da splitte und dann mit dem Spiegel wieder zusammenbaue. Aber eigentlich kann ich auch drum rumleuchten. Aber nee, machen wir es mal so. Ich nehme mal ein Prisma. Aber ist auch lustig, dass der da unten noch pink aussieht. Okay, was auch immer der reflektiert für eine Spiegelung, die gibt's gar nicht. Nein. Oh, bin ich da. Oh, lalalalalala. Immer diese dämliche Wartezeit. Vor allen Dingen, die Türen gehen ständig auf und zu und du denkst, oh, passiert halt. Aber es könnte auch die Mumie sein, die da Türen öffnet. Die hat mich ja eben schon wieder erschreckt. Ich hoffe, dass es hier kein Game Over gibt und ich nochmal von vorne anfangen muss. Ja, war natürlich klar, dass der hier viel zu weit oben ist. Also machen wir die halt herkömmliche Weise.